Das akademische Viertel haben wir noch nicht erreicht. Das ist auch ganz gut so, weil wir hier nicht Menschen sortieren wollen nach Akademikern und Nicht-Akademikern. Und es gibt immer wieder Leute, die den ordnungsgemäßen Ablauf stören. Ein trauriges Beispiel haben wir hier vor uns. Der Musiker sollte auch auf seine Musik sprechen. Gut, bitte noch. Ja, okay, über den Thomas von Lehrling hat es auch vorhin schon mal gesprochen. Meine sehr verehrten Damen, Herren oder was auch immer. Liebe Freunde der russischen Sprache und der Sowjetkultur, ich begrüße Sie heute. Sie haben die Möglichkeit, heute Zeuge einer Zeitverschiebung zu werden. Mensch, sei bereit, vorwärts die Zeit. Mensch, sei bereit, vorwärts die Zeit. Und jetzt kommt noch Miriam. Das war im Plan nicht vorgesehen, aber das ganze Leben ist voll davon mit Dingen, die im Plan nicht vorgesehen sind. Um aber nochmal den Zusammenhang herzustellen, bevor Miriam einen Platz einnehmen wird, liegend, sitzen, stehen, wir wissen es nicht. Roll mich ein. Vorwärts die Zeit war der letzte Teil der Zeile von diesem Lied. Das Problem ist, heute müssen wir erstmal rückwärts. Meine heutige Aufgabe ist die Vorbereitung einer Spezialspektakel-Inszenierung für unseren Staatszirkus. Und für die, die des Russischen nicht mächtigen sind. Der Wurzel! Staatsmilizirk ist der Staatszirkus. Ich habe aber entsprechend meine Uniform angelegt. Die müssen von mir haben sie nichts zu befürchten. Für diese Inszenierung brauchen wir aber noch Mitwirkende. Die Lage ist ernst. Der Feind ist gelagert in der Stadt. Wir müssen alle Kräfte mobilisieren. Vielleicht könnte der Musikus sich selber und seine Elektronik mal so ein bisschen unter Kontrolle bringen. Weil sonst kann ich mir den Text nämlich auch unter den Bart schmieren oder aushängen. Der drüben am Tisch sitzende Herr versteht sich als Autor, nennt sich Dani. Ich nenne ihn Bürger Kams. Ob er wirklich so groß ist wie seine Rolle, das wird sich zeigen. Hier auf dem Stuhl, der Musikus. Er soll mich bei meiner Aufgabe unterstützen. Er soll instrumental oder stimmlich etwas dazu beitragen. Ob das mehr kommentierend ist oder konterkarierend, persiflierend oder paraphrasierend, wird sich zeigen. Bevor ich mit der hoffentlich aufmunternden Befragung des Bürgers Schrams beginne, 4 kurze Hinweise. Ich mache das auch in die Kamera hinein, ganz bewusst. Bitte während der Vorführung nicht rauchen. Die Luft wird schon dicke genug sein, wenn wir hier so vor uns hinatmen. Zweitens, nach spätestens einer Stunde wird es eine Pause geben. Wenn das falsch ist, könnt ihr einen Shitstorm machen. Weltweit meine Themen. Dann, Getränke sind an der Bar zu haben. Die erste Runde hat der Olli bereits dankenswerterweise unter die Massen gebracht. Und wie gesagt, es gibt ja noch eine Pause. Und viertens,
Klaus Böttcher von Kiekema Film wird uns abfilmen. Wer allerdings nicht so berühmt werden möchte, möge bitte ein Zeichen geben, sagen, ich will nicht. Und der Klaus kann auch Hinweise darauf geben, wo jemand sowieso garantiert nicht drauf ist. Dann müsst ihr euch also gar keine Hoffnung machen. Ne? Ja, und ich habe lange gesucht, ich habe es leider nicht gefunden. Vielleicht muss ich mal ganz kurz eine Klappe imitieren. Also Chef. Ja. Der Zimmer vom Betriebsarzt. Wo ist das? Wovon soll ich erzählen? Vom Betriebsarzt, das Zimmer vom Betriebsarzt. Mein Arm tut weh. Ich vermute. In Ruhe rauf. Wenigstens einer. Ja, ich vermute mal. Für Männer und Frauen. Ja, es ist immer. Oder? Ja, wenn sich Männer für Frauen einsetzen, finde ich immer ganz toll. Ja. Der Frauenruheraum damals in unserem Volkseinbetrieb war eine gute Einrichtung. Ja, ja. Da wäre ich dann manchmal auch gerne Frau gewesen, aber dann musste ich halt mit vollem Magen an der Werkbank stehen. Wo ist denn jetzt das Zimmer, Chef? Chef, wo ist das Zimmer? Ja, du kannst, wo du dein müdes Haupt hinlegen willst, das kannst du dann entscheiden. Der Betriebsarzt, wo der ist, das will ich wissen. Bei Ihrem Freund, Samuel Jakobiewicz. Ich bin hier nicht der Hausherr. Die Hausherren und Hausdamen, die wissen natürlich besser Bescheid. Ja, die merken schon, nicht ausgeruhte zwei Leute. Kriegen wir den noch rein? Und noch eine. Wunderbar, noch eine. So, also irgendwie rücken wir jetzt. Ja. So, dann haben wir das alles geübt, Chef. So, dann habe ich geübt. Chef, Achtung! So. Ich sag's mal auf Deutsch. Wer viel bringt, wird manchen etwas bringen oder so ähnlich. Sie kennen doch so ein Zitat, ne? Sie können doch Deutsch. Sie haben doch an der Schule in Petersburg damals Deutsch gelernt. Naja, ich würde vorschlagen, lesen wir mal was aus Ihren gesammelten Werken. Sie haben doch da reichlich Material. Es dauert ja ziemlich lange, mit dem Gemüse, ne? Das werden wir aufrollen. Ne? Aber jetzt, ich habe eine Kurzfassung gemacht. Stoppuhr raus, Chef, du wolltest messen, unter 20 Sekunden. Aber kurz fast so, und dann könnt ihr dann nach Hause gehen, damit ihr gleich, ne, dann habt ihr alles gehört. Also, alle Blumen, Pflanzen, Erdbeeren, Pilze, Löwenzahn, alle, bis was, puff. Alle Kreaturen, Löwenkäfer, Fliegen, Esel, Affen, alle, bis was, puff. Alle Menschen, alle. Wie viele Sekunden? Der Wecker ist nicht so präzise. Das muss man so. Der Wecker ist keine Stoppuhr. Aber egal. Das muss man so. Das ist die Kurzfassung. Wer jetzt keine Geduld mehr hat, der geht jetzt nach Hause. Das ist ja heute alles anstrengend. Also der kann nur entgegenkommen. Wenn er nicht mitspielen will bei unserem Zirkus, dann kann er auch nach Hause gehen, ist schon klar. Aber vorher wollte der Musikus, hat er mir gesagt, nämlich ein kleines Lied vorspielen, was der Autor textlich zu verantworten hat. Ich werde den Text nachher nochmal extra vorlesen. Das heißt, du kannst so laut spielen, musst den Text, kannst du brabbeln, Hauptsache die Musik kommt rüber. Der Musikus. Einst trat ein Mensch aus seinem Haus in Mantel, Stock und Hut. Lang ist der Weg, der vor ihm auf sich tut. Er ging und ging geradeaus und schaute nicht beiseite. Nicht trank noch schlief, er gestern Morgen heute.
tags im Morgengrauen stand er im dunklen Wald. Seit dieser Zeit er für verschwunden galt, begegnet er ihn irgendwann an irgendeiner Stelle. Dann sagt es uns schnell. Ja, vielen Dank, lieber Musikus. Jetzt etwas nüchterner, damit Sie den Text in seiner Bedeutung, sofern er einer hat, erfassen können. Einst ging ein Mensch aus seinem Haus in Mantel, Stock und Hut. Lang ist der Weg, der vor ihm auf sich tut. Er ging und ging geradeaus und schaute nicht beiseite. Nicht schlief, nicht trank er gestern Morgen heute. Und eines Tages im Morgengrauen stand er im dunklen Wald. Und seit der Zeit, er für verschwunden galt. Begegnet er ihm irgendwann an irgendeiner Stelle, dann sagt es uns ganz schnell. Nun verlasse ich mal die Rolle des Vorlesenden hier, von diesem Autor hier, und sage mal was als Zirkusdirektor dazu. Aber so geht das doch wirklich nicht. Was heißt verschwunden? Im Sowjetland kann niemand verschwinden. Kein Wunder, dass so etwas kein ernstzunehmender Verlag drucken möchte. Machen wir doch mal einen weiteren Versuch. Man sagt, Sie schreiben amüsante Geschichten und Märchen für Kinder. Die publizieren Sie wohl bei Ihrem Freund Samuel Jakowlewitsch Marschak. Ein Beispiel bitte. Ich wurde im Schilf geboren, wie eine Maus. Meine Mutter gebar mich und legte mich ins Wasser und schwamm los. Ein Fisch mit 4 Schnurrbarthaaren am Maul umkreiste mich. Ich begann zu weinen. Auch der Fisch musste weinen. Auf einmal waren wir auf dem Wasser Brei schwimmen. Wir aßen diesen Brei und fingen an zu lachen. Uns war sehr fröhlich zumute und wir schwammen mit der Strömung weiter. Da begegnet mir einen Krebs. Es war ein uralter, großer Krebs. Er hielt in seinen Schälen eine Axt. Oh, da kommt ein Krebs mit einer Schere. Nein, es ist nur ein Mensch. Ein Mensch wird hier auch gleich noch auftauchen, glaube ich. Chef! Hinter dem Krebs. Was haben wir denn noch mal vor hier? Lies mal ab. Das ist mir von der... Komm ganz still herein. Kommt genau still. Und unauffällig. Unauffällig. Und setz dich hier auf dieses Kissen bitte. Aber ganz leise. Du störst uns nicht. Und lies doch vor. Lies mal uns vor, was da so schönes steht. Ich sehe nur weiß. Hinter dem Krebs schwamm ein nackter Frosch. Warum bist du immer nackt? Fragt ihn der Krebs. Dass du dich nicht schämst. Warum denn? Antwortete der Frosch. Warum sollten wir uns unseres schönen Körpers schämen, den uns die Natur geschenkt hat? Wenn wir uns nicht einmal unseren gemeinen Handlungen schämen,
Sünden wir selbst begangen haben. Du hast recht, sagte der Christ. Ich weiß selbst nicht, was ich dir darauf antworten soll. Ich schlage vor, wir fragen die Menschen. Denn der Mensch ist klüger als wir. Wir sind nur in den Fabeln klug, die der Mensch über uns schreibt. Was am Ende wieder nur bedeutet, dass der Mensch klug ist und wir nicht. Da aber fiel der Blick des Krebses auf mich und er fragte, soll man sich seines nackten Körpers schämen? Du bist ein Mensch. Antworte uns. Ich bin ein Mensch und ich gebe euch zur Antwort. Niemand soll sich seines nackten Körpers schämen. Nun, lieber Bürger Hans, für Kinder hat das ja geeignet sein. Unser Publikum ist aber vorwiegend erwachsen. Außerdem, der Text ist ja ziemlich spinnert. Mit sozialistischem Realismus hat das nun aber überhaupt nichts zu tun. Stattdessen, so habe ich erfahren, heißt ihr Credo Gedichte schreiben? Ja, so ungefähr. Das letzte Mal zu lesen, die wird dann auch wieder aufgerollt. Ne? Wieder ins Köfferchen, nur mal so nebenbei. Ihr seid mit Quark, ihr könnt ja jede Woche dreimal dran. Chef, lies mal vor, bitte. Okay. Gedichte schreiben muss man so, dass, wenn man das Gedicht gegen das Fenster wirft, das Glas zu Bruch geht. Bürger Krams, das ist doch zumindest Sachbeschädigung. Das grenzt doch an Revolte, Anarchie. Jawohl, Kunst kann Waffe sein, im Klassenkampf. Aber doch nicht auf diese zerstörerische, zersetzende Art. Ich rede mich in Rage, ich muss aufpassen. Etwas Konstruktives, Artistisches. Dazu fiel mir spontan ein Spruch ein. Seit meiner Kindheit habe ich einen Hang zu Zitaten. Ein alter Römer soll einmal gesagt haben, hic Rossia, hic Salta. Oder so ähnlich. Ja, das bringt mich auf die Frage, können Sie durch einen brennenden Reifen springen? Oder klar, durch einen brennenden Reifen. Ich habe schon so viel geübt, ich bin sehr schlau geworden. Gleich vorbei, Janette. Also, vergesst nicht das Lesen. Ich habe keine Brille bei. Was ist das? Keine richtige Brille, nur falsche Brillen. Sie wären doch kein dressierter Löwe. Aber Sie sehen auch so grimmig aus. Man sagt sich, wenn Sie Geschichten bei Kindern vorlesen, dann die Kinder vorgehen, dann arbeiten. Ich habe so viel gearbeitet, nur wie lange ich da geschrieben habe. Wenn du den ganzen Arm weh, du weißt den Betriebsarzt nicht die Hausnummer und dann bist du nicht mal bei der hier, sag mal. Na gut, dann muss ich eben den Souffleur für dich spielen. Ist ja eigentlich nicht meine Aufgabe, aber. Wenn du das nicht lesen kannst, dann kommst du näher. Ich muss ja mal meine Berufsgenossenschaft fragen, ob ich das überhaupt darf. Aber lassen wir das mal. Also, was bei Ihnen wirklich so schlimm ist, bei Ihnen geschieht immer irgendwelcher Irrsinn, purer Quatsch. Habe ich das jetzt ein missverstanden? Hier sind so kurze kleine Prosatexte. Aus so einem Buch aus der DDR habe ich gefunden. In einer selbstgebauten Bücherbox. Ne? Da habe ich dann aufgeschlagen und dann steht da, Blau ist grüner als Gelb. So klasse, ne? Und früher fuhren wir jedes Wochenende in den Wald. Heute haben wir die Müllabfuhr. Noch ein? Ja, noch eins bitte. Wir müssen sparen, wo es geht. Kostet es, was es wolle. Was? Ist doch richtig, Armando. Je mehr man sich vergisst, desto besser erinnern sich später die anderen. Ja, ja, jetzt kannst du ein Bier drauf trinken. Ja, da sind Sie ja wirklich das denn der Vorredner gewesen, oder? Noch ein? Ja, bitte, noch eins. Noch ein. Seitdem er verkalkt ist, das ist für dich schon, hält er sich für ein Denkmal.
Gut, ich komme gleich mit der Tönche. Ich werde jetzt mal den Autor zitieren. Noch ein? Nein. Leidenschaftlich einer Tigerin gleich, sanft wie auf sonnigen Wassern, ein Schwan wartet, die Herrscherin über das Reich und den sich erwartet, wird ihr nicht nahen. Gummi-Juljuf. Oh, das war ein Gedicht. Ja, wenn Sie das mal geschrieben hätten, aber nee. Ihr Zitat, mich interessiert nur der Quatsch. Nur das, was keinerlei praktischen Sinn hat. Mich interessiert das Leben nur in seiner unsinnigen Erscheinung. Heroismus, Pathos, Schicksal, Moral, hygienisch reines, Sittlichkeit, Glücksspiel sind mir verhasste Wörter und Gefühle. Dagegen begreife ich und achte zutiefst Entzücken und Begeisterung, Inspiration und Verzweiflung, Leidenschaft und Beherrschung, Laster und Keuschheit, Kummer und Leid, Freude und Lachen, Lachen, Lachen. So, Lachen begrüßen wir jetzt nicht den Frühling, der über das Feld kommt, sondern wir begrüßen weitere Menschen, die unsere Massenversammlung bereichern wollen. Ja, der Bürger Farms hat schon sehr skurrile Sachen geschrieben. Von wegen Lachen, nachdem die neuen Gäste mehr oder weniger Lachen irgendwas belegt haben. Ein Text von unserem. Einmal hielt ich es nicht aus und platzte laut heraus vor Lachen. Alle wendeten sich entsetzt zur Flucht. Der eine durch die Tür, der andere durchs Fenster, der dritte direkt durch die Wand. Wieder allein stand ich in meiner ganzen mächtigen Größe auf, öffnete den Mund und sagte: Bram. Aber da knirschte irgendetwas in mir. Und seitdem könnt ihr denken, es gibt mich nicht mehr. Chef, ja. Die letzte Chance, noch eine Geschichte von Charms, vom kleinen Mann. Ja, bitte. Ja? Ja, bitte, bitte. Endlich mal was. Ein Mann von kleinem Wuchs sagte, ich bin ja mit allem einverstanden. Nur, dass ich gerne ein kleines bisschen größer wäre. Ja. Sehr schön. Warum hatte er das gesagt, da er wie eine Zauberin von ihm hinten das Rad, was möchte er du sagen, fragte die Zauberin, aber der Mann von kleinem Wuchs stand da und konnte vor Schreck nicht sagen. Nun sagte die Zauberin, aber der Mann von kleinem Wuchs stand da und schwieg. Die Zauberin verschwand. Da begann der kleine Mann von Wuchs an zu weinen und an den Nägeln zu nagen. Erst nagte er die Nägel an den Händen ab, dann die an den Füßen. Leser, vertief dich in diese Fabel und du raufst dir die Haare. 1935. Tja. Noten sehe ich. Sehe Rot. Sehe Lilien. Idiot. Herz ist Fokus. Oder nein? Welt ist Logos. Oder doch? Thank you.
Aber Bürger Franz, bei aller Liebe, so geht das doch nicht. Wir wollen unser Publikum aufmuntern, ermuntern. Aber nicht mit irgendwelchen Gequatsche volllabern. Ist das Ihre Sicht auf die Welt? Welt ist Jokus oder doch? Purer Quatsch. Anstelle Klassenkampf wie im Mysterium Buffo. Da geht's doch richtig ab. Gut, wenn es textlich nicht geht. Versuchen Sie es doch mal mit Gesang. Waren ja mal mit Kunst verbunden. Ja, versuchen Sie es mit Gesang. Das ist jetzt eine neue Sportart. Gerollte Blätter? Wie weit kann ich fliegen? Naja, macht irgendwie auch Musik. Macht irgendwie Musik, ja. Da wird jetzt Disziplin olympische. Ja, wir fangen wieder von vorne an. Ja. Yes. Man hat ja gesagt, 5 Versuche habe ich. Der Autor, von dem wurde gesagt, er würde Bach lieben. Ja, aber wir können jetzt nicht mit dem Klavier in die Manege ziehen, das geht nicht. Nein, wir brauchen nur Blätter und schön weit werfen, gerollt. Die einfachste Variante wäre, singen Sie doch mal ein patriotisches Lied. Ein patriotisches Lied. Mir fällt eins ein, als Zirkusdirektor habe ich mir natürlich den Film Zirkus angeschaut. Da gibt es ein wunderschönes, erhebendes Lied. Und möchten wir uns das nicht mal vorsingen? Ja. Also das interpretiere ich jetzt so als Ablehnung, ne? So patriotisches Lied. Ne? Na gut, dann muss ich das eben singen, egal wie es klingt. Hyro Castra na maya la naya Nogov neile sat poliere Ja drugoi ta kostra ni ne znaju Geta volno dishe celove Ja drugoi ta kostra ni ne znaju Geta volno dishe celove. Ja, und wenn da einer vielleicht nicht des Russischen mächtig ist, die deutsche Übertragung fast wortgetreu heißt, die muss ich unbedingt vortragen, weil sich dann die tiefe Bedeutung dieses Liedes erschließt. Vaterland, kein Feind soll dich gefährden, teures Land, das unsere Liebe trägt, denn es gibt kein anderes Land auf Erden, wo das Herz zur Freude Menschen schlägt. Denn es gibt kein anderes Land auf Erden, wo das Herz zur Freude Menschen schlägt. Euer Kampf, warum singen Sie da nicht mit? Haben Sie den Text vergessen? Ist ja bei Ihnen derart verschwunden, wie dieser Mann in diesem ominösen Gedicht? Mutterland, ich habe diese Worte gehabt, aus dir bin ich herausgekommen. Lassen wir das. Vaterland, bleibt unbekannt. Das strengt wirklich an. Tanzen könnt ihr auch nicht, ne? Oder Zauberkunststücke? Dem Publikum Rätsel aufgeben. Reicht. Für mich ist solche völlig rätselhaft, so ein Text. Ich weiß, warum die Wege. Chef, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Jetzt das Rätsel. Ja, jetzt pass auf. Weichelkraut mit Krausefett schmeckt edit. Krellebeck. Wie ist am Tage 3 Löffel spitzen? Genüsslich? Ohne Sockenspitzen. Becher macht immer Himmer. Auch. Zufrieden? Das ist ein Rätsel, ja. Das ist schon ein Rätsel. Noch eins? Ja, noch eins. Das ist aber was anderes. Das ist ein geduldiger Leser. Alles absurd. Ach, da fängt schon ein Absatz an. Alles Quatsch, was da für sich Blödsinn. Der macht ganz viel das Leben. Dein Leben
zum Leben aus der Klebe schlechter Manieren deiner Zeitgenossen mit dem Gendersternchen, so wie Schinder mit Gendersternchen, die jede Menschenzeit ganz, ganz viele kennt, zu deiner Lebensbeschäftigung, den Freiheitskampfwirrungen in den Irrungen allen Seins. Gut, Irrungen. Ja, Irrungen ist genau das Stichwort für Ihr Gedicht, was Sie geschrieben haben. Mir ist es rätselhaft. Ich weiß, warum die Wege, wenn sie sich losreißen von der Erde, mit den Vögeln spielen. Erinnern Sie sich an das Gedicht, ja? Mir ist bestens bekannt, wohin der Soldat schirrt, wenn er sein letztes Wort gerufen hat. Die Bleiknöpfe seines Mantels werden Zeichen für das, was neu sich vor ihm auftut. Ein zartes Ästchen Wind bläst in dein Grab. Mit riesigen Schwüngen der Lippen fängt der Soldat die Lufträder ein, die das Blut kreisen lassen zur Verlängerung des Lebens. Ja, es ist ein Tod. Nicht schwer ist auszurechnen, wie oft in der Minute das Herz schlägt. Des Feindes und des Kriegers. Ferner sei euch das Mittel entdeckt zur Erforschung der Himmelsbalkone, in denen das Pendel der Zeit, der sechsten Zeit, irdische Größe versteckt. Ich will euch den Weg der Rettung weisen. Ein einfaches Formular. Ich will euch das Weg der Rettung weisen. Also für mich ist das so ein schwerer Brocken. Das kann man doch bei unserer Spezialinszenierung nicht aufführen. Das geht doch nicht. Also ich weiß ja nicht, wie Ihnen das geht. Mir ist es zu viel. Oh. Mir ist es echt zu viel. Zu viel. Wir legen jetzt Zeit. Ja, der Und auch mal die Bitte ganz freundlich hier ans Publikum, ja? Rascheln Sie bitte nicht so mit Ihren Gegenständen. Ich würde das sehr, dass der Musikus jetzt mal etwas auf der Rolle hat. Nun ja, Chef, das ist Requisite, habe ich vorhin dem Publikum erklärt. Die verstehen das alle. Requisite. Ein Heinrich Heine und Tom Berli. Jetzt rauscht es alles wieder weg, der Text. Mensch, Mensch, Mensch. Ja. Und ja, heute hier. Wir sprachen über Restchen. Das ist ja blöde, kann ich mal von vorne spielen. Nicht. Oder doch. So nah am Nichts. Ich wollte Ihnen mal den linken Marsch blasen, Soja Hans. Das war der linke Marsch von Majakowski. So. Du hast eine Kowski, eine echte? Auf der du bläst? Den Maja? Gut. Aber eine echte Majakowski. Sowas ähnliches wie eine echte Garibaldi oder so. Aus Nordamerika direkt? Nein, Vivaldi. Ist doch egal. Vivaldi. Hauptsache. Ist aus Nordamerika. Ja, ja. Vivaldi. Ah, Vivaldi. Ich kenne ihn. Vivaldi. Vivaldi, dieser Gitarrist, ja, ist eine Band, ja, ja. Metallica oder so. Vivaldi, ja, ja. Das waren Zeiten. Ja. Bitte sei doch mal nicht so nervt, du was hast du denn? Mit deiner Scheiße, dass du das auch wollen Sie nicht mal selbst, wenn Sie schon nicht weitere Texte von sich selbst vortragen wollen? Dann muss ich mal wieder ersatzweise hier als Ersatz-Harms, eine sehr unangenehme Rolle, muss ich zugeben,
hier mal was vortragen. Und der Musikbus ist nicht gehalten, auch. Ich bin ganz da. Deine Zigarette ich hab nichts gemacht. Zu versenken. Ich habe nicht mal als diese ganzen schlimmen Lieder, habe ich nichts gesungen. Ich war dagegen, ich habe auch gesagt, das ist undemokratisch. Ich wiederhole dann meine antikollektivistisch. Ich wiederhole Gott. Meine Bitte gleich nochmal. Untergehend, vergangen. Ja. Ganz tot. Ohne jede Zukunft. Ich werde gleich einen Text vortragen. Ich sag nichts, ich will ja hier nicht stören. Ich werde einen Text vortragen über ein Wesen, was üblicherweise nicht viel quasselt, nämlich Adler. Ich dachte lange an die Adler und ich begriff sehr viel. Die Adler fliegen in den Wolken. Sie fliegen, ohne jemand zu berühren. Und ich begriff, die Adler wohnen auf Felsen, in Bergen und sind mit den Nymphen gut freund. Ich dachte lange an die Adler, doch ich verwechsle sie mit Fliegen, wie mir scheint. Tja, das sollte eigentlich der Musikus hören und sich dann inspirieren lassen zu einem Lied über Adler, über andere Tiere, über Skurriles oder auch über Romantisches. Aber ich glaube, bei ihm ist das so, wenn ich da auf den Knopf Romantik drücke, dann pudelt es sowieso. Also ich werde ihn dann zu gegebener Zeit nochmal daran erinnern. Und ich bin jetzt eigentlich so flexibel, also nicht von Hause aus, aber ich werde genötigt zur Flexibilität, um einfach ein anderes Thema anzugreifen. Was aber Sie alle sehr interessiert. Bevor ich zu dem anderen Thema komme, komme ich zum eigentlichen Thema. Das waren die Adler. Und meine Bitte an den Musikus, wenn ihm etwas dazu einfiele, ein, zwei, drei Lieder über Adler, anderes Getier, über Skurrilitäten, auch von Mikroben beispielsweise, alles möglich, oder etwas Romantisches. Und ich hatte schon angedeutet, dass mein Versuch eines Knopfdruckes auf den übergroßen Körper des Musikus sicherlich Erfolg zeitigen wird, dass er dann etwas Romantisches bereit ist, uns zu präsentieren. War das eine falsche Annahme? Ach, die Romantik. Die Ärsche von dicken Frauen, die sind romantisch. Und das soll ich singen, mit diesem Gedanken. Sie können es auch bleiben lassen. Sie können in meinem Kopf auf das Instrumentale beschränken. Oh, es wird schwer. Ich weiß nicht, welche Tonart ein dicker Arsch hat, das weiß ich jetzt nicht, aber Sie wissen es bestimmt. D-Dur, das ist das Problem. Also machen Sie so. Ich normalerweise intoniere ich in D-Moll, was die Größe des Gesäßes mindert. Darum muss ich mich entschuldigen. Und auf die Nahrung da. Bohnen klingt anders als Brokkoli zum Beispiel. Because ich bin Hose anders als in der Rock. The native dances and the charming sound. Wait a minute. Something's wrong, 'cause now it's hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, go go go, walk like a Siciliano, gotta really do the mambo like a crazy when you mambo, mambo italiano, when you mambo. Hey Shadow, you don't wanna have to go to school, but just take some advice, son, learn how to mumble.
Take you on a wheel square, you ain't never go nowhere, eh? Mambo. Mambo Italiano, eh? Mambo. Mambo Italiano, but don't come. Walk like a Siciliano, you gotta be little to mambo like a crazy when you. Mambo. Mambo Italiano. Das war ein Anschlag für meinen Freund, schneller mit der Arbeit fertig zu werden. Das ist ja nicht so eindeutig, ne? Kleiner Scherz. Chef, hol euch nicht mal den Betriebsarzt. Mir tun wirklich die Arme weh. Ja, so. Ja, also für Ergonomie Trouble Spring ist erstmal jeder Create Dream Wars Move Miles to Two on a warm San Francisco night. On a warm San Francisco night. Auch dieses Lied heißt in seiner deutschen Übersetzung Arbeite schneller. Nur es hilft nicht, weil meine Freunde kein Ausländisch verstehen. Ja, ein echtes Drama. Überhaupt ein Unverständnis. Schrecklich, dass die meisten Menschen... Ein einziges, großartiges, wundersames Missverständnis. Nützen wir die Sprachkurse? Gar nichts. Trailer from Sailor Red, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no wells. I've got no cigarettes, but 2 hours of pushing through. Buses I put 12 for the room. I'm a man of means, but no means, king of the road. Jetzt noch hören, Herr Musikus? Das letzte Lied. Ich könnte gleich noch etwas von der Oberuni. Ja. Und wollte ich so beim Theater gedacht haben. Und das Stück an dem Abend, wo das so bekannt geworden ist, da hat der Danny auch geschrieben. Aber das haben wir nicht verstanden. Aber ohne Zigarette im Mund ist deine Aussprache besser, Rainer. Will ich das mal so anmerken. Ich denke, Dann haben wir das so oft geübt, weil es eben halt so sein soll. Aber du kannst ja den Text auf der Zigarette ausdrücken. Meinetwegen auch umgekehrt. Das macht mir richtig Sorgen. Ich mache da so ein bisschen so. Senierer Chef. Weil ich immer dann so senil, wenn es keine Fragen geht. Ne? So Frauen sind und so Gesichtsfrage. I'm crying everyone's tears. And they're inside the private war. I died the night before. And all of your randoms of joy and disaster. What am I supposed to do? That warms your soul, but nothing's changed at all. It's just a day that brings it all about. Just another day, nothing's any good. The DJ's playing the same song. Oh, I have so much to do, I have to carry on. I wonder, will this greed ever let me go?
I feel like I am the king of sorrow. Yeah, the king of sorrow. I suppose that I just could walk away. Will I disappoint my future if I stay? It's just a day that brings it all about. Just another day, nothing's any good. The DJ's playing the same song. Oh, I have so much to do, I have to carry on. I wonder, will this greed ever let me go? I feel like I am the king of sorrow. King of sorrow, I'm crying everyone's tears. I have prayed for all my future sins. There's nothing anymore can stay these sorrows away. I feel like I am king of sorrow. Ja, Herr Schramm, direkt das hier mal zu diesen Liedern. Chef. Haben Sie da was empfunden? Chef, hast du nicht mal ein Wort, das bedauernd für mich? Guck mal hier, die Scheiße, das Bescheuerste, was man so machen kann. Das muss ich heute Abend. Ja, ich frage ja gerade, ist da nur die große Leere, die jetzt vielleicht durch die Musik noch leerer wird? Nee, die Arme sind nicht leer. Haben Sie mal einen Text geschrieben über Ihre Situation, wie Sie da so zwischen irgendwelchen Papierkringeln wie Laokoon im Papierwald oder so, weiß ich, wie ich das nennen soll? Wenn ich dann fast fertig bin, schreibe ich dann auf den Rückseite drauf. Ist klar, wir werden aggressiv, die Gewalt ist um uns herum, bei Ihnen ja auch massiv. Ne? Da wird man gleich stumm, das ist klar, aber sag mal, ich habe hier ein Gedicht von Ihnen gelesen, Rehabilitierung. Wann haben Sie das geschrieben? Waren Sie da schon einschlägig vorbestraft? Na, Sie müssen doch die Frage nicht antworten, wir sind ja hier nicht bei der Volksregierung. Aber ich wollte das. Er hat ja anders zu tun. Ich wollte Ihnen das mal vortragen, um sich mal ein Bild zu machen von diesem Mann. Ohne angeben zu wollen, kann ich sagen, dass ich Bologna, als er mir einen aufs Ohr gehauen und mir ins Gesicht gespuckt hatte, so erwischt habe, dass er es nie vergessen wird. Erst danach habe ich ihm den Primuskocher drüber gehauen und mit dem Bügeleisen. Habe ihn erst gegen Abend geschlagen, sodass er also keinesfalls gleich tot war. Dass ich ihm das Bein dann am Tage abgeschnitten habe, ist kein Beweis. In der Zeit hat er noch gelebt. Und Andriusha habe ich einfach aus Trägheit erschlagen. Das kann ich mir nicht zum Vorwurf machen. Warum sind also Lutscha und Elisabetta Antonovna mir in die Hände gefallen? Sie hätten nicht plötzlich hinter der Tür hervorspringen dürfen. Blutrünstigkeit wirft man mir vor. Man sagt, ich hätte Blut getrunken. Aber das ist nicht wahr. Ich habe die Blutlachen und Blutflecken aufgeleckt. Es ist ein natürliches Bedürfnis des Menschen, die Spuren seines auch noch so geringen Verbrechens zu beseitigen. Auch habe ich Elisabetta Antonovna nicht vergewaltigt. Erstens war sie keine Jungfrau und zweitens hatte ich mit der Leiche zu tun und keine Zeit, sie zu trösten. Und dass sie kurz vor der Niederkunft stand, ich habe das Kind doch rausgezogen, dass es überhaupt kein Erdenbewohner war. Das ist nun mal nicht meine Schuld. Ich habe ihm den Kopf nicht abgerissen. Schuld war der dünne Hals. Es
ich darf für dieses Leben nicht bestrafen. Es ist wahr, dass ich ihr Hündchen mit dem Stiefel in den Erdboden gestampft habe. Aber es ist schon Zynismus, mich der Tierquälerei zu bezichten. Man kann sagen, gut, drei Menschenleben vernichtet, ist schlimm, aber naja, egal. Das Kind nicht mitgezählt. Also schön, alles in allem, und dem kann ich zustimmen, möge man eine gewisse Brutalität meinerseits erkennen. Aber mir als Verbrechen anzurechnen, dass ich mich auf meine Opfer gesetzt und meine Notdurft verrichtet habe. Sie müssen schon entschuldigen. Das ist einfach absurd. Sich entleeren ist ein natürliches Bedürfnis, folglich durchaus kein verbrecherisches. Deshalb ich die Besorgnis meines Verteidigers zwar verstehe, aber dennoch auf Freispruch hoffe. Also, Bürger Fahrer, mal ganz ernsthaft. Was soll unsere Gesellschaft mit Ihnen anfangen? Conchayo, unke, sin rybe. Conchayo, unke, kakaroni. He left no time to regret, kept his dick wet in the same old safe bet. Me and my heather high, my tears dry, I'm going out without my guy. You just think back to what you know, so far removed from all the things that we went through. And I treat the trouble track, my odds a stack. I'm going back to work. We only said goodbye by words. Went back to her like a butt. Life is like a single pie, and I am like a tiny penny rolling up the walls inside. Just go back to what you know, so far removed from all the things that we went through. Danke, Herr Musikus. Sie werden gleich noch zum Einsatz kommen. Aber vorher muss ich erstmal meinen Brust loswerden. Also ich habe ja schon versucht, mit verschiedenen Instrumenten anzudeuten, wie der Bürger Harms meine Nerven strapaziert, wo ich mich redlich bemüht habe bis heute, bis jetzt, bis zu dieser Minute, ihm Angebote zu machen, dass er endlich an unserer Spezialinszenierung aktiv sich einbringt. Und ich muss bekennen, es
tut mir leid, aber für diese spezielle Inszenierung sind Sie ungeeignet. Euer Charme, militärisch gesagt, die sind stur wie ein Panzer. Jetzt ist mir mysteriöserweise ein Päckchen zugestellt worden, was auch den Musikus übrigens sehr interessieren wird, glaube ich. Ein Päckchen zugestellt worden von den Gebrüdern Strugatz. Sind utopische Autoren utopischer Schriften in der Sowjetunion, auch außerhalb der Sowjetunion zeitweise sehr bekannt. Und diese Gebrüder Strugatz, ich weiß nicht, auf welchem Weg das geschah. Wir waren ja vorhin schon in der Einleitung dabei, dass sich Zeiten, Phasen magisch verschieben, haben mir diese Brille übermittelt. Und dieses Geschenk von Arcadio Paris für mich, der Musikus hat das noch nie gesehen, ermöglicht den Blick in die nahe und ferne Zukunft. Nun ist es so, wir sind ja immer erfreut, wenn wir strahlende Zug von blühenden Landschaften, all diese schönen Dinge so vor uns sehen. Aber das Leben hat doch oft andere Überraschungen für uns parat. Und leider ist die Prognose für den Bürger Krams sehr schlecht. Und was sehen meine entzündeten Augen? Ein Atomvulkan? Tatsächlich! Aha! Dahinter sehe ich Sie, Bürger Krams. Aber ich sehe schwarz. Auch für Sie, Bürger Krams, ich sehe schwarz. Kurz und knapp, noch etwas Interessantes. Aus der Brille kommt ein Kommentar. Audiospur, nennt man das wahrscheinlich. Ihr Verhalten wäre in der modernen Sprache der Zukunft wahrscheinlich wie folgt zu übersetzen. Testdienstverweigerer, permanenter Störfaktor, nicht integrationsfähig, nicht kompatibel, Berufsopfer. Die Musikus, haben die nicht was von den Brüdern Strugatz oder über die Brüder Strugatz, über die Stimmung, Atomvulkan, Volkan? Wie jetzt? Die kenne ich gar nicht. Das ist Eko. Die Schnecke am Arm kennst du doch. Oder eigentlich nicht. Will doch keiner hören. Oder Picknick weißt du doch. Und natürlich. Raumzeug, unwichtig, Produktivität zählen, Genossen, zählen, Genossen. Wo sind denn hier alle? Erhebt denn hier keiner gegen dieses Abartige, dem Wesen der Natur Fremde? Genossen. Ilja Rebrov wäre entsetzt, wären wir in Charlottenburg. Meinem original russischen Künstler. Aber Sie? Und Sie. Sie so, bis so. So. Ich bin fertig. Danke, spasiba. Ich habe gesagt. Was soll's?
meine Hand. Ein zweiter Versuch. Ich schaue noch einmal durch die Brille. Ich sehe, im völligen Gegensatz zu Ihnen, Jewgeni Schwarz schreibt das Theaterstück Der Drache. Dmitri Schostakowitsch komponiert seine Leningrader Sinfonie. Und Sie? Was machen Sie? Drehen da in einer Papierrolle und äußern sich nur unter Androhung von leichtem Zwang. Also ob ich noch etwas für Sie tun kann, ich weiß es nicht. Also auch auf den zweiten Blick sehe ich bei Ihnen leider einfach nur schwarz. Nun, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Statt das Zitat, statt das Zitat aus der französischen Revolution, vielleicht ist es etwas von Ihnen. Wie auch immer, Sie sind weder Kornhausbauer noch Fabrikarbeiter. Verstehen sich als Künstler, das klingt ja in manchen Ohren fast so wie Hungerkünstler. Fokus. Doch. Zumindest damit haben wir Erfahrung. So beginnt der Hunger. Morgens erwachst du frisch und munter, dann beginnt die Schwäche, dann beginnt die Langeweile, dann kommt der Verlust der raschen Verstandeskraft, kommt dann gleich im Koffer, dann kommt die Ruhe und dann beginnt das Entsetzen. Sagst du, wo du stehst? Sagst du, wo du stehst? Sagst du, wo du stehst? In welchem Weg du gehst? Sagst du, wo du bist? Sagst du, wo du stehst? In welchem Weg du gehst? Du gehst. Mir genügt das jetzt. Es ist mir alles viel zu anstrengend. Außerdem bin ich auch hungrig und durstig. Jeder hat halt seine Rolle zu spielen. Oh, Chef. Die meinige jedenfalls. Ich bin gerade bei der Rolle drin. Das war, wir waren gerade bei Wurst. Die meinige jedenfalls. Darf ich mal kurz unterbrechen in der Rolle? Ja, Sie dürfen das nicht. Das ist übrigens mein letzter Techno-Beitrag. Da war so ein Ding zu Hause, unbeschrieben. Der Bürgerkart hat ich dann nur mit einer maschinellen Na gut, dann bitte, 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 Bürgerkart. Keine letzte Chance. Bloß geredet, niemals gibt es wohl. Also letzte Techno-Beitrag, live heute, ne? Bitte. Danach nur noch mit einer Maschine. Für Wurst. Das wäre dann aber auch der letzte. Wurst. Mal die haben Sie jetzt die Seiten nummeriert? Ich überlasse Ihrer Rolle Ihr Schicksal, das weiß ich noch nicht, oder das kann die Rolle mit Ihnen gemeinsam diskutieren und abstimmen. Also, was der Musikant spielt, das kann er auch selber entscheiden. Wurst! 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 Und was das Publikum, tun wird, das weiß ich nicht überhaupt nicht. Das ist für mich das Unbekannteste. Und ich meine, es gibt viele Wahlmöglichkeiten. Das ist einmal die Ver- und Entsorgung. Wir hatten ja bereits mehrfach dieses Thema in anderen Zusammenhängen. Aber Sie dürfen selbstverständlich auch Wurst. Den Musikus Wurst. Oder den Dollar Farms ansprechen, sofern letzterer dort ansprechbar ist, solange er nicht seine Rolle wieder zurückgerollt hat.
Und Sie können auch gerne rechts neben der Theke schriftliche Werke. Pause? Ja, hast du mir mal erlaubt. Pause, aber nur die Pause bitte erst nach Ende des Rollenreisens. Meine Pause und die Pause der anderen ist hiermit feierlich eröffnet. Und nun sind Sie frei zu tun und zu lassen, was Sie wollen. Und ich überlasse diese Rolle.